Er gehört zweifellos zu den schönsten Laufveranstaltungen Österreichs, der Wachau-Marathon. Nirgendwo sonst kann man als Teilnehmerin und Teilnehmer kilometerweit neben Weinbergen und der Donau laufen. Zum 19. Mal haben sich heute tausende Laufbegeisterte das Spektakel im Weltkulturerbe nicht entgehen lassen. Für den sportlichen Höhepunkt hat ein Kenianer gesorgt. Peter Kirui hat den Halbmarathon als erster Läufer überhaupt in weniger als einer Stunde bewältigt. Er ist der Held des Tages. Peter Kirui ist seit heute der schnellste Mann, den es in der Wachau je gegeben hat. Der Weg zum neuen Streckenrekord beginnt für den Kenianer, genau wie für alle anderen knapp 5000 Halbmarathon-Teilnehmer, um 10 Uhr in Spitz. Bei perfekten Laufbedingungen, 15 Grad, kaum Wind und leichtem Nieselregen, zeichnet sich früh ab, Kirui ist auf Rekordkurs. Im Ziel in der Kremser Innenstadt ist es dann Gewissheit. In 59 Minuten und 53 Sekunden bleibt Peter Kirui als erster Läufer in der Wachau unter der 1-Stunden-Marke. Tja, das ist perfekt, aber der Kurs hier in der Wachau ist so flach, nächstes Jahr will ich 58 Minuten laufen. Davon können die tausenden Hobbyläufer nur träumen. Für die meisten von ihnen ist die Zeit aber ohnehin zweitrangig. Der Wachau-Marathon ist einfach der schönste. Weil ich vorhabe, unter 2 Stunden 55 zu rennen und wenn nicht wann, dann heute. Weil es wirklich landschaftlich ein Traum ist, durch die Wachau nach Krems zu laufen. Man kann super laufen neben der Donau und wenn man wirklich am Schluss ein wenig K.O. ist, kann man ja noch reinhupfen und sich ein Stückchen treiben lassen. Der Halbmarathon ist die beliebteste Strecke in der Wachau. Vom Marathon über die Staffeln bis zum Nordic Walking ist aber für alle etwas dabei. Auch ein Team des ORF Niederösterreich lässt sich den Gang durchs Weltkulturerbe nicht entgehen. Aber nicht jeder kommt nur des Laufens wegen. Wie geht's euch? Super geht's. Die Labstationen sind gut. Ich bin ja eigentlich nur wegen dem Essen da, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ich habe nur 8 Kilometer und schaut gut aus. Also alles im Plan? Alles im Plan. Tut hier irgendwas weh? Ein bisschen die Wadeln, aber Durchhaltevermögen. Was gibt's dann zur Belohnung im Ziel? Bussi. Bier. Und ein Bier. Das Wichtigste. Ein kühles Getränk hat sich auch Susana Kalenska verdient. Die Tschechin kommt nach 5,5 Stunden überglücklich als Letzte ins Ziel. Super Sport, super Emotionen und viele sehr, sehr zufriedene Gesichter unter den 1000 Läufern und Läuferinnen. Und das macht echt Spaß. Und da freut man sich, dass einfach die Arbeit sich dann doch gelohnt hat.